Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Und ja, letztes Mal haben wir gegen die Drachen gekämpft. Wobei ich das ja rausschneiden werde, also haben wir nicht gegen die Drachen gekämpft. Haben uns aber weiter auf Schloss Drangleic, oder? Nee, Lordrek. Hä? Wie ist das Schloss jetzt? Drangleic? Lordrek? Drangleic war, glaube ich, aus dem ersten Teil, oder? Moment, ich muss nochmal gucken, wie das jetzt heißt. Ja, beeil dich ein bisschen. Komm schon, mach ihn! Viel zu lang komisch, dass Lordrek, Burg Lordrek, Lordrek. Okay, dann war Schloss Drangleic tatsächlich von Dark Souls 1? Ne, Dark Souls 2, genau. Ja, jetzt ist der Drache wieder da. Da war der, ne, der rechte war weg, genau, es war nur spiegelverkehrt. Was ich da jetzt irgendwie dachte, also super. Hier habe ich mich gar nicht umgeguckt, oder? Oder doch habe ich. Saubatzen! Ja, mir egal, Hauptsache Kampflakost nutzen. Wie komme ich überhaupt dahin? So, da war ich schon. Stimmt, da geht es ja da von. Das ist eine Treppe? Okay, was erwartet mich hier denn? Steht was um die Ecke. Irgendwas mit einem Eisschwert. Oh nein, sag mir nicht. Wieder so ein. So ein Gegner hatte ich doch einmal. Dreht komplett durch. Ne? Mein Bogen ist nicht ausgerüstet. So, Wandpfeile von mir aus. Oh, in den Schädel. Oh. Ich konnte mich nicht rollen. Ja, du hast verfehlt? Wow, was für Weichheit. Obwohl ich mich nicht bewegt habe. Da hinten geht es aber auch noch weiter. Vielleicht sollte ich da auch hingehen. Du bist mehr der mit Darks, genau. Mach doch einen Sprungangriff. Und ich mach einen Backstab. Hau drauf! Sehr schön. Dann werde ich den Typen unten auch noch beseitigen und dann werde ich mal schauen, wer da dieses Eisschwert hat. Ich glaube, ich weiß. Oh, wer? Du bist der mit der krassen Waffe, genau. So. Danke. Einmal saufen. So, war hier hinten jetzt noch irgendwo was? Nicht, dass ich jetzt Gegner. Genau die beiden. Nicht anlocken. Diesmal nicht. So, dann werde ich mal. Da nach unten gehen, da werde ich aber mein Feuerschwert verwenden. 233, 201. Das hier ist zwar schwächer, aber es macht Feuerschaden. Vielleicht sollte ich das auch auf Maximum. Hallo. Oh nein. Ich hatte recht. Boah, in den Kopf. Logisch, dass er dann durchdreht. Kann hier hochkommen? Verdammt nochmal. Boah! Ist der fix. Nein, nicht einfrieren. Ich weiß zwar nicht, was das macht, aber nicht einfrieren. Ich häng fest. Ja, und jetzt ist recht. Boah. Hör auf, ihn anzuvisieren. Einfach weg hier. So, schon viel besser. Wow. Der kommt mir hinterher. Und er ist fix.
Und er ist stark. Oh. Er ist sogar sehr stark und sehr schnell. Ah, mich schon wieder. Boah. Jetzt reicht's. Schluss mit lustig. Uah. Okay, er macht auch Schluss mit lustig. Kill das Vieh endlich. Boah, war das stark. 3000 Irreführer hier. Boah, war das Vieh mächtig. Das ist bestimmt ein Speer oder so. Rapier, Moment, ein Rapier ist ein Schwert. Würfelschwert. Stachelschwert. Ja, ich habe ein paar Waffen doppelt, ich weiß. Irreführer-Rapier. Ein an die Vorreiterritter des Nordwindtals überreichtes Großschwert. Es ist in Kälte gehüllt und verursacht Erfrierungen. Alle Vorreiterritter wandten sich irgendwann in Bestien, stets von den schwarzen Augen des Hohepriesters Sullivan verfolgt. Fertigkeit Schildspalter. Ein sorgfältig gezielter Angriff mit einem großen Feuerschritt durchschlägt das Schild des Gegners und verursacht direkt Schaden. Ja, direkten Schaden. Ah, ein Eisschwert. Nicht schlecht. Aber mein Eisschwert ist stärker. Seitdem ich mutz das Teil auf, aber. Jetzt nochmal aufmutzen? Nee. Ziemlich viele Flakons jetzt verballert. Das Teil war mächtig. Bin gespannt, wo es da unten hingeht. Vor allem hoffe ich, dass das nicht wiederkommt, aber wenn man bedenkt, dass das andere Vieh nicht mehr wiederkam, wird das hier wohl auch für immer verschwunden sein. Offensichtlich gibt es nicht so viele Eiswaffen hier. Das war jetzt, glaube ich, die zweite, oder? Das heißt, es gibt tatsächlich nur zwei Eiswaffen. Oh, du Saubatzen! Ey! Diese Säcke! Na egal, ich gehe jetzt mal hier nach unten und schau, was mich erwartet. Ich hoffe, dass das Teil nicht mehr da ist. Nee. Eine Mimik hinzustellen wäre auch böse. Funkeltitanit. Ich kann meine Waffe verstärken. Noch zwei? Eines davon muss eine Mimik sein. Nein? Geistbaumwappenschild. Was haben wir hier? Titanitschuppe. Okay, hat sich wohl doch ausgezahlt. Geistbaum-Wappenschild. Ah, ist dasselbe Schild wie meins quasi, nur meins ist Feuer und das hier ist gegen Blitz. Ein Ritterschild mit eingraviertem Geistbaumwappen. Einer der verzauberten blauen Schilde. Der Geistbaumwappenschild reduziert Blitzschaden beträchtlich. Gut, dann zwei dieser Schilde habe ich. Das heißt, es gibt wohl noch eins gegen Magie und eins gegen Dunkelheit. Alles klar. Da ich sagen muss, dass ich mit meinem Anti-Feuerschild hier sehr, sehr zufrieden bin, aber na gut, es wiegt auch nicht sonderlich viel. Wenn ich ein anderes Schild, ein schwereres Schild verwende, dann mache ich die. Oh, ich die übelste Fat Roll. Toll, ich habe natürlich alle sofort angelockt. Oh! Warte!
Wie viel Schaden? Ja, und heil ihn auch noch. Ich glaube, der hat so viel Schaden gemacht wegen seiner Waffe. Ich war mit 3, 4 Schlägen tot. Okay. Das kam unerwartet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt kann ich wenigstens gucken, ob das Eismonster noch da ist. Achso, ich habe vergessen, den Dings hier reinzuwerfen. Den. Komm schon. Diesen Ascheknochensplitter oder wie das jetzt heißt. Werde ich dann auf Screen machen, wenn ich es nicht vergesse. So, wie immer muss der einstecken. So. Warum der einstecken muss, einfach, wenn ich mich bis hier hinten hinkämpfen sollte, durch Fluchtaktionen, dann wäre es natürlich schön blöde. Wenn dann der Typ noch lebt und mir in den Rücken fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, damit danke. Jetzt werde ich den Typ da oben erstmal anlocken. Ich schieße damit gar nicht so weit. Gut, dann töte ich zuerst den da. Bisschen höher. Hallo? Hä? Leck mich. So. So, du Sau. Oh nein, ich glaube, der Ritter da oben hat mich gesehen. Ich muss mit Beilen schnell töten. Gut. Oh nein, er hat seine Waffe schon wieder. Okay. Was auch immer du mit deiner Waffe vorhast. Kannst du ja sonst wo hinstecken. Ja. Oh, macht er viel Schaden. Ich brauche dringend deine Rüstung gegen physischen Schaden. Sonst geht das die ganze Zeit so weiter. Oben aber noch irgendwo ein Magier. Ich erstmal den. Der geht noch spazieren. Werde ich jetzt mal den anderen Magier außer Gefecht setzen. So. Jetzt kann ich mich um die Ritter da unten kümmern. 2 sind's, glaube ich. Ne, einer ist es. Auf der Seite. Hey, Rittersmann. Ich habe mich doch geschützt. Warum hat es nicht funktioniert? Egal. So. Lassen echt viel Zeug liegen. Das ist eine Titanitscherbe. So, wo ich die jetzt noch bräuchte. Ich meine, gut, für schwache Waffen zum Aufmutzen eventuell. Nehmen wir an, jetzt bin ich so richtig in der Burg drin. Hier auf der Seite ist kein Hebel. Würde ja auch keinen Sinn ergeben. Okay, es geht noch. Da oben ist eine Nebelwand. Na Halleluja! Und ich habe 3 Millionen Seelen. Ah! Dich kenne ich doch! Du bist vor diesem einen großen Tor damals gesessen, in dieser Untotensiedlung. Und hast gesagt, wenn deiner Herrin etwas zustößt, hilfst du mir nicht mehr. So die blinde Frau, ihr wisst noch. Und da sie noch lebt, ist das super. Was die Münze? Ach komm schon. Wen willst du hier reinlegen? Okay, keine Mimik. Das ist eine Lidschuppe. Ich muss aufpassen. Es könnte trotzdem sein, dass hier irgendwo eine Falle drin ist. In den Truhen. Okay, da geht's nach außen. Da ist ein Fahrstuhl. Ich glaube, der bringt mich nach oben. Da hinten ist auch noch ein Shiny. Ich würde echt gerne jetzt reingehen zum Boss. Vor allem, ich
werde jetzt echt dadurch gereizt, weil ich jetzt sehe, wer mich hier unterstützen kann. Aber ich bin doch nicht doof und gehe mit so vielen Seelen zur Post. Also auf dem Fahrstuhl, Sonnenlichtmedaille. Ich habe so leeres Geld gefunden. Da geht's auch rein. Ne, da geht's nicht rein. Aber da um die Ecke geht's noch. Da geht's nach oben. Da geht's nach unten. Okay, ich habe drei Wege zur Auswahl und die Nebelwand. Also insgesamt vier Wege. Frage ist, welcher ist der richtige? Wo ist ein eventuelles Leuchtfeuer? Da geht's nach drüben. Da hinten geht's rein. Was erwartet mich hier? Nichts. Doch, ein Shiny. Doch, ich wusste, ich habe das gesehen. Titanitbrocken, geil! Dachte ich mir doch. Das sind auch noch Armbrustschützen. Ja, deine Armbrust hat nicht so eine Reichweite mehr, mein Bogen. Schön in die Beine, damit er nicht mehr stehen kann. Den anderen kann ich ja im Nahkampf besiegen. Wenn ich hier nicht durchrasse irgendwo. Oh, nö. Ja, roll weg. Hat er mich gesehen, der Axt-Tiny? Ja, 100 Pro. Ich glaube, dann werde ich die Initiative ergreifen, wollte ich sagen. Und werde dir so auf die Glocke hauen. So Titanic-Shell. Okay, es wundert mich, dass es hier jetzt auch noch weitergeht. Der ist erledigt. Dann bin ich jetzt hier. Da ist ein Shiny. Wenn hier jetzt wieder so eine Spinne droppt, dann raste ich aus. Das ist schon die von Arno Londo. Okay, er scheint nichts zu sein. Da unten geht's raus. Die Leiter. Ritterring. Ach du Scheiße, da vorne erwartet mich wer. Na gut, schauen wir mal, was der Ritterring macht. Erhöht die Stärke. Stärke 38 komme ich dann. Achso, das ist so ein Ring wie Diablo-like. Ein Ring mit dem Porträt eines Ritters, erhöht die Stärke. In Lordship gilt der Ritter seit langer Zeit als eine der drei Säulen der Herrschaft eines Königs. Er genießt daher das Privileg der Drachenhaltung. Okay. Ich sehe da hinten noch so einen bösen, fiesen Ritter. Und wie der guckt. Oh nein, das ist so einer. Bitte nicht. Ich werde dich abballern, dass du ja nicht herkommst. Vorschwächen. Na gut. Das war's mit Vorschwächen. Okay, den schweren Schlag gegen die einzusetzen ist doof. Und wieder eine große Titanitscherbe. Ich habe schon wieder so viele Seelen. Wow. Welche Stufe bin ich jetzt überhaupt? 81? Ah. Was ist das? Dann gucke ich gleich, aber ah. Ich habe den Riegel aufgeschoben. Und genau, Nebelwand. Hier bin ich, dachte es mir doch. Was ist das? Am Altar ist Sonnenlichts beten. Gelobt sei die Sonne. Sonnenlichtmedaille darbieten. Nein, danke. Jetzt kann ich Praise the Sun. Moment. Das wollte ich nicht. Hör auf.
Genau, Praise the Sun. Hä? Ich habe durch dich durchgeschossen, dann bist du 100 pro ne Mimik. Ne, bist du nicht. Zanichi schon wieder? Boah, ich werde ausgestattet mit allem. Gut, die Tür habe ich abgehakt. Bleiben mir noch zwei Fahrstühle und die Nebelwand. Gehe ich zuerst hin, ich gehe zuerst dahin. Pro muss einer der Fahrstühle ein Shortcut sein. Die Frage ist nur, welche. Geht ganz schön tief. So viel steht fest, den Sturz hätte ich nicht überlebt. Moment mal, das kommt mir auch irgendwoher bekannt vor. Halt die Schnauze. Okay, jetzt gegen den. Booms, Booms, Booms. Ah, ich hätte mich früher wegrollen sollen. Oh, ich hätte mein Schild hochhalten sollen. Ort kommt mir sehr bekannt vor. Ich war hier schon mal. Genau. Hier bin ich. Gut, jetzt weiß ich zumindest, wo der Fahrstuhl hinführt, aber wir haben da noch einen anderen Fahrstuhl. Das heißt, das ist tatsächlich ein Shortcut. Auch wenn der nicht so short zu sein scheint. Aber immerhin habe ich ihn aktiviert. Das heißt, ich muss quasi hier nur an den Ritter vorbei und schnell da rein. Muss ich eine ewig lange Aufzugfahrt über mich übergehen lassen. Und dann bin ich direkt bei der Nebelwand. Das heißt, es sind mir nur zwei Gegner im Weg. Geil. Frage ist nur, welcher Boss könnte das sein und welche Waffe könnte ich gegen ihn verwenden? Genau, bin ich direkt hier. Ich glaube, wenn ich da reingehe zum Boss, werde ich erstmal mein cooles kleines Eisschwert verwenden. Um zu schauen, was der so drauf hat. Wo ist denn der letzte Fahrstuhl jetzt? Von da komme ich doch, oder? Ja, glaub schon, okay. Muss ich da rein? Ja. Da ist nämlich auch ein Fahrstuhl. Da war ich noch nicht. Fahrstuhl bewegt sich nicht. Alles klar. Sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Gut, dann ist der Fahrstuhl auch abgehakt. Flakons habe ich nicht ganz so viele. Und die Seelen würde ich lieben gerne auch loswerden. Ich bräuchte noch 10.000 Seelen. Hohoho, 10.000. Damit ich leveln kann. Ein Level. Ich habe aber keine Ahnung, welcher Boss mich da erwartet. Ich sollte die schwarzen Feuerbomben hier rausnehmen. Das sichert aber auch. So brauche ich wirklich 40.000. Naja, fast. Ashen One. Ein paar Seelen, um das Ganze zu beschleunigen? Ja. Sag mir nicht, das geht sich ums Arschlecken nicht aus. Das geht sich echt ums Arschlecken nicht aus, ich glaub's nicht. Moment, ich kann was verkaufen. Gegenstand verkaufen. Ich habe ja zig Millionen Sachen. Genau, Jochen Küchlein weg. Wurfmesser weg. Was habe ich hier sonst noch? Abfall weg. Nein, der Knochen, der bleibt. Früher mit Finderglück.
Das hat Starkfingerglück. Weiß der Eintracht, du weißt, dass ein blauer Wächter einen dunklen Geist besiegt hat. Ja, davon habe ich ein paar gefunden, aber keine Ahnung, wofür die gut sein sollen. Sonderlich Medaille. Die verkaufe ich dich. Ja, ein paar Rüstungen doppelt und dreifach. Ja, da habe ich eins. Weg damit. Ich gucke nur auf den Namen, damit ich, wenn der Name sich nicht ändert. Eine Speere. Armbrust des Ritters, Präzisionsarmbrust. Die habe ich auch noch nicht gelesen. Hat mehr Reichweite. Welches Schild doppelt? Ja, Silberritterschilde habe ich. Tonnenweise. Großschild des Lordschutzritters. Das Großschild des Lordschutzritters ist besser als das hier? Okay. Noch besser als das. Kann ich aber nicht tragen, benötigt Stärke 36. Genau, Silberritterhelme habe ich hunderte bekommen. Als ich die Silberritter platt gemacht habe. Genau, die Rüstungen ebenfalls. Wenn ich schon dabei bin, dann verkaufe ich jetzt auch die doppelten Sachen. Hunderttausende von Seelen. Lordschritt Rittergamaschen. Jetzt habe ich zwar mehr als genug Seelen, aber macht ja nichts. Gut. Ein Level aufsteigen. Einmal Stärke genommen. Kann ich ja schon spoilern. Hahaha. Und ja, beim nächsten Mal seht ihr mich dann wieder vor der Nebelwand. Das war Dark Souls 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!